Abtreibung ist eines seiner Lieblingsthemen und die Familie und die Homosexuellen, all die Fragen, um die in der Kirche schon seit Jahrzehnten gestritten wird. Rick Santorum hat da ganz einfache Lösungen. Abtreibung muss bestraft werden, alle außerehelichen Formen des Zusammenlebens und die homosexuellen Gemeinschaften müssen bekämpft werden. Auf den ersten Blick gut katholisch, auf den zweiten jedoch rechtsradikal und unchristlich. Denn wenn die Kirche gegen Abtreibung ist, dann geht es ihr um das Leben und sie fordert vor allem mehr Unterstützung für Frauen. Wenn sie Lebensformen favorisiert, dann deshalb, weil sie die Familie stärken will, andere Lebensformen abwerten oder gar kriminalisieren, möchte in der Kirche nur ein kleiner, aber lauter Rest, ein heiliger Rest, der vor allem sich selbst für heilig hält. Nein, die Kirche repräsentieren diese Christen nicht, erst recht nicht die wahre Nachfolge Jesu. Wenn Jesus alle zum Festmahl einlädt, wenn er gerade zu den Randgruppen der Gesellschaft geht und ihnen die frohe Botschaft bringt, dann ist das Reich Gottes nahe, dann bewegt sich die Welt dem guten Ende Gottes entgegen. Rick Santorum sieht sich als neuer Messias, dabei hat es vor 2000 Jahren den Messias schon gegeben und alle, die heute mit diesem Anspruch auftreten, sind überflüssig. Jesus hat alles gesagt und alles getan, mehr Offenbarung ist nicht nötig. Rick Santorum missbraucht die Religion, um erzkonservative Vorurteile gegen Randgruppen zu schüren. Tatsächlich ist er ein moderner Kreuzritter, der das Kreuz genauso für egoistische Ziele missbraucht wie die Ritter im frühen Mittelalter.